Hallo und willkommen zurück nach langer, langer Zeit hier in Skitties City Skyline. Ich hatte ja lange, lange Zeit keine vernünftige Internetleitung und nix. Und jetzt habe ich seit ein paar Tagen endlich eine Leitung, mit der man mal hochladen kann, wo es anstatt 24 Stunden noch 40 Minuten dauert. Und ich dachte mir, lang, lange ist es her. Heute muss es mal wieder gemacht werden. Willkommen zurück zu City Skyline. Und da brummt was. Ja, ja, lass das Ding mal laufen, brummen. So, wir sind stehen geblieben mit Einwohnern. Ich mache einfach mal Gas und wir brauchen Einwohner, sehe ich gerade. Hatten wir schon die dichteren? Nee. Aber fast. Oh, das ist nicht mehr viel. Dann werden wir uns doch mal um Einwohner kümmern. Aber wo waren wir denn da stehen geblieben? Weil, boah, hier ist ja alles voll. Sehe ich gerade mal so nebenbei. Vielleicht sollten wir einfach mal auf die Zufriedenheit gucken. Die ist nämlich noch nicht ganz so hoch. Okay, dann Feuerwehr. Haben wir dort eine, dort eine, dort eine. Wir haben ein bisschen Geld über. Dann würde ich sagen, bauen wir doch noch eine Feuerwehr. Ja, hier in diesem Bereich. Oder in diesem Bereich vielleicht, ja. Wie weit haben wir denn noch? Ach so, da ist schon das. Weil das kann sein, dass dadurch, dass wir jetzt hier ein bisschen Bedürfnisse decken, wir auch genug wieder hochkriegen. Friedhof haben wir nur da und da. Dann bauen wir hier hinten auch noch einen Friedhof. Auch so an die Hauptstraße so ein bisschen. So, deckt gut ab. So. Krematorium können wir noch nicht. Dafür brauchen wir 18.000. Ein Krankenhaus. Wie sieht denn die Krankenversorgung aus? Auch nur da wirklich gewährleistet. Wobei momentan ist ja alles niedrig. Allerdings ist vielleicht nicht blöd, wenn wir alles mal hier so ein bisschen hinbauen. So, und dann, ach nee, das war jetzt Polizei, ne? Krankenhaus ist das hier. Krankenhaus brauchen wir auch noch. Wir geben jetzt mal ein bisschen Geld auf, einfach mal in Infrastruktur, weil ihr seht schon, hier unten geht gerade minus 11, ja. Und ich bin am überlegen, wo können wir hier noch, Gebäude hinbauen. Das fehlt uns ja am allermeisten am Einwohnern. Deswegen glaube ich, ich würde halt gerne hier nachher einen Stadtkern bauen, glaube ich. So einen Stadtkern, der im Nachhinein alles gibt. Aber das, wir haben hier keinen Platz mehr. Bitte, wir haben keine Wasserversorgung. Stromversorgung. Alles ist noch gewährleistet. Aber wir verlieren gerade Bürger. Ich frage mich gerade, warum. Zufriedenheit ist auf 71%. Rohgebiet gibt es noch nicht. Industrie, also 71% ist schon gewaltig hoch. Was sagt denn unser Abfall? Unser Abfall sagt... Wasser? Nein. Unser Abfall sagt Probleme. Also wenn hier zwischendurch mal... Ich weiß nicht, ob ihr das vibrieren hört. Das ist mein Handy, das die ganze Zeit meinen Ingress-Account mitliest. Also mitlesen ist so relativ. Ich glaube, hier hatten wir so Forstwirtschaft und so. Ich muss erstmal gucken, wo wir denn was hatten. Ja, hier ist Forstwirtschaft, genau. Hier hatten wir ein normales... Ne, hier ist ein Industriegebiet für Landwirtschaft. Oh, ich weiß, was wir machen können. Schule. Oh, guckt euch das mal an hier in der Mitte. Ich möchte keine Gebäude abreißen. Wollen wir hier hinbauen oder wenn wir so ein bisschen an die... Nicht viele zumindest. Also ich glaube, wenn wir da hinbauen, ist die Abdeckung besser. Nachher, wenn wir das hier in die Mitte bauen würden, hier so, hier, mal ein bisschen näher ran, hier so, dann wäre die Abdeckung mit am besten. Verlieren wir aber einige Bürger, egal. Zack. Dadurch wird jetzt aber die Bildung sehr viel. Was haben wir denn hier? Davon haben wir zwei, die decken so ziemlich alles ab. Kapazitätmäßig sind wir sehr gut am Fahren. Bei ihr, die deckt, ach ja, ich sehe, warum die nichts abdeckt. Ich weiß nicht, warum ich so gebaut habe. Aber wir versuchen es nochmal so. Und, boah, Leute, hört doch mal auf, so rumzuspammen hier. Also, ich spiele momentan sehr viel Ingress. Wer Ingress nicht kennt, ich gebe euch gerne mal einen Link.
Ich spiele bei den Enlightenings, bei den Erleuchteten. Das ist halt ein Spiel, Augmented Reality, wo man viel rausgeht. Also eigentlich nur rausgeht. Und da bin ich jetzt momentan wöchentlich bis zu 50 Kilometer am Laufen. Wetter ausnutzen, rausgehen. Ich muss auch abnehmen, das passt dann immer ganz gut. Ich bin auch sehr stark am Abnehmen momentan. So, stark ist relativ. Aber ich nehme halt auch dabei ab. Was ich sehr gut finde. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der ein bisschen Bewegung möchte, der mal raus möchte aus dem Alltag. Das ist ein geiles, geiles Spiel. Ich krieg doch wohl 8000 Bürger hier so durch, dass ich hier nicht mehr hier Häuser bauen muss. Hätte ich es nicht mehr war. Das ist so das Hauptproblem, was wir haben. Wohngebiete. Und hier gibt es nachher so Naturrohstoffe. Was gibt es denn hier? Schwatt ist Öl. Da ist Erze. Können wir eigentlich noch was freischalten? Nee, können wir nicht. Also hier könnten wir runtergehen. Hier in dem Bereich. Mann, 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 das sind welche. Die hier spammen hier rum. Ich muss mal gucken. Ja, ja. Die spammen halt gerade rum, weil die sind in Geldern was am machen. Speziell gerade am Felder bauen so ein bisschen. Da sieht man dann so ein bisschen schön, kann man mitgucken, was die gerade basteln. So. Gebiete Öl. Wir könnten schon Öl abbauen. Hier ist ein Ölgebiet. Aber das bringt uns nichts. Wir brauchen zwar Industrie, aber ganz wenig nur. Wir brauchen Wohngebiete. Also ich könnte jetzt machen, dass wir... Moment, machen wir doch mal ganz anders. Hier bauen wir eine Kreuzung ein. Ich hoffe, das sind momentan die... Snapping weg. So. Bisschen... So. Ein bisschen so in die Richtung. Also ich werde nicht angeschrieben momentan. Die wissen alle, dass meine Tochter auch da ist. Also wenn ich auch keine Videos mache, liegt es manchmal auch daran, dass meine Tochter da ist. Ein bisschen Real Life werde ich gleich mal erzählen, denke ich. Damit ihr auf dem Laufenden seid, warum wirklich so wenig Videos kommen. Vielleicht versteht ihr das gleich so ein bisschen, warum ich so wenig Zeit habe, Videos zu machen. Ich bin inzwischen komplett alleinerziehend und muss mich halt viel um meine Tochter kümmern. Die ist nur wenige Tage nicht da und dann hat man, wenn überhaupt, nur abends zum Aufnehmen Zeit. Wie gesagt, Ingress kommt da noch dabei, was ich halt gerne spiele. Und abends ist das dann so, man hat manchmal einfach keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Also man ist den ganzen Tag mit der Tochter unterwegs. Ich liebe meine Tochter, ich mache gerne alles mit meiner Tochter. Und irgendwann sagt man dann, boah, nee, jetzt muss ich mal alleine machen. Dann bin ich halt entweder Ingressen oder ich bin... Achso, kann man das noch verändern. Entweder bin ich Ingressen. Auch rechte Maustaste kann man das verändern. Das sind ein paar Sachen, die neu gekommen sind. Ingressen oder ich bin halt viel mit meiner Tochter unterwegs. Und dementsprechend, ne? Spammen die hier mich mal wieder voll. Also ich hoffe, ihr hört die Vibration nicht. Dann muss ich wirklich für die nächste Aufnahme mal... Oh, man sollte vielleicht mal gucken, dass man hier Wasser hat. Das wäre so ein bisschen sinnvoll. Dann hoffen, dass das reicht. Ja, Strom kriegen sie, das ist schon mal gut. So, und dann sehen wir schon, 125 kommen gerade dabei. 160, mal gucken. Vielleicht reicht das schon. Für den nächsten Meilenstein. So, wir brauchen Gewerbe. Hat man bisher immer hier gemacht. Immer schön mit der Trennung zwischen den Gebieten. Das wird gleich komplett umgeändert. Das sage ich euch jetzt schon. Also in dem Moment, wo ich mehr Leute kriege, wird hier der komplette Stadtkern geändert. Und ich glaube, ich werde auch das hier umlegen, weil das ist jetzt ein Forstgebiet, ne? Erstens ist es sowieso relativ weit viel weg. Zweitens wird das nicht wirklich benutzt. Und drittens, ja, unnütz da und Lärmbelästigung, glaube ich, hier. Also relativ hohe Lärmbelästigung, da können wir besser gucken, ob wir vielleicht unseren, nicht unbedingt an den landwirtschaftlichen Gebiet, aber vielleicht an dem Standardgebiet hier oben, weil hier oben sind ja sowieso die Müllkippen en masse und oh, die sind voll. Oh, die sind voll und das kriegt man bei, oh, das kriegen wir jetzt gleich. Oh, nicht mehr lange, dann haben wir den Meilenstein, den wir brauchen. Und das nervt mich gerade ein bisschen. So, 10 Einwohner noch.
Komm, fünf noch. Danke. So, große Kleinstadt. Wir dürfen ein neues Feld dabei kaufen. Wir dürfen Steuerrichtlinien machen. Wir dürfen einzigartige Gebäude der Stufe 5 freischalten. Ja, geil. Eine U-Bahn kriegen wir dabei. Wir kriegen massenweise neue Richtlinien. Neue Zonen. Das besiedelte Wohngebiet, dicht besiedelt Gewerbegebiet und natürlich das Bürogebiet. Müllverbrennungsanlage, Universität, U-Bahn-Station. Ja, sehr schön. Einzigartige Gebäude müssen wir uns mal langsam drum kümmern. Ich glaube, ich hatte eins im manuellen mal freigeschaltet. Weiß ich gar nicht. Stadt produziert insgesamt 5000 Einheiten Waren. Okay, keine Ahnung, das könnte sein. Aber da gibt es halt so einiges, was man freischalten kann. Und auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel zum ersten geht, da sieht man hier. Ach nee. Ah, hier könnte ich jetzt weiterschalten, okay. Was kriegen wir denn in der nächsten Stufe? Also 11.000 Bewohner. Ja, Bahnhof, Güterbahnhof und Wasserkraftwerk. Oh, das freut mich. Großunternehmen, neue Richtlinien halt. Und einzigartige Gebäude. Nächste und Zug. Zug ist auch sehr cool. So, wir schalten langsam. Ach, wir haben langsam. Warum haben wir denn langsam? Habe ich die ganze Zeit auf langsam gespielt, ich Vollidiot. Wir machen Pause. Und werden hier einfach mal das komplette Gebiet entfernen wieder. So. Das hier übrigens auch. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann werden wir hier ein dicht besiedeltes überwerfen. Also hier, das wird unser erstes. Ah, ich muss eine neue Maus haben. Manchmal nervt es. Das hier wird unser erstes dicht besiedeltes Wohngebiet. Hallo. Danke. Unser erstes dicht besiedeltes Wohngebiet. Ich habe das schon mal ausprobiert. Es ist dann wirklich so, dass man. Dass das jetzt gleich weggeht und wiederkommt, so gesehen. So, dicht besiedelt. Bis hier ran, würde ich sagen. So ist gut, ja. Und dann seht ihr jetzt gleich, seht ihr, da, es ist nicht unser Gebiet. Und in den nächsten Momenten, oh, und ich sehe noch was. Natürlich dadurch, dass ich das jetzt Ganze weggepackt habe. Was ist das denn da? Wieso ist hier immer noch eine Holzproduktion? Ich habe doch gerade entfernt. Ich habe Produktion entfernt. So, dankeschön. Irgendwo war davon. Holzproduktion ist weg. Gut. Das sieht doch schon mal ganz nett. Wieso habe ich schon wieder keinen Strom? Ach je. Weil ich da so ein Gebäude weg ist, haben wir schon wieder keinen Strom hier. Kein Wasser. Wasser ist mehr als genug da. Oh, Wasser ist grundsätzlich nicht mehr als genug da. Ich habe übrigens inzwischen mitgekriegt, dass man wohl angeblich den Fluss leer saugen kann. Dass der dann irgendwie weniger wird oder so. Das ist eine Sache, die ist auch krass. Das wird jetzt bald wahrscheinlich passieren, wenn wir hier so weitermachen und den Fluss anzapfen hier. Irgendwie so. Mal drehen. Hallo, dahin. Dankeschön. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Abwasser. Was wir in den Fluss leiten können. Wir sind ja voll organisch hier und so weiter. Ne? Also wir sind hier voll die Ökos. Wir hauen unser ganzes Abwasser in den Fluss. Habe ich nicht gesagt. Und ich lache mich kaputt. Jetzt gleich merke ich, dass hier mein Mikro nicht angeschlossen ist oder so. Habe ich nicht gesagt. Ich nicht. Auf keinen Fall. Total nicht. Ich muss auch immer so ein bisschen gucken. Muss mal so ein bisschen gucken, was hier Sache ist, weil nicht dann mein Portal gleich angegriffen wird. Ja. Achso, ich rede schon wieder über Ingress. Ich sollte Ingress weglassen. Leute, ich rede nicht Ingress. Ich kenne das Spiel gar nicht. Bin da nicht bekannt. Also wenn ihr jemals mal sucht, Grüner in Lightning Kirschi, das bin ich. Wie immer. So, ich glaube, das sieht doch alles ganz gut aus. Boah, ich hoffe, ihr hört das ganze Gebrumme hier nicht. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, hier hatte ich schon mal vorbereitet irgendwann, ne? Ich bin mir da nicht sicher. Habe ich das gebaut?
Ich glaube nicht. Ich glaube, bei mir hätte das nicht so gut ausgesehen. Bei gut ist immer relativ. Was müssen wir das nächstes Mal? Also wir müssen hier wir brauchen mehr Gewerbe. In dem Falle, da habe ich da zum Beispiel gemacht. Wie, wir haben noch genug. Aber auch. Und was mit Strom? Strom sollten wir, glaube ich, mal nachlegen. Ich hatte jetzt übrigens in einem Offscreen-Spiel mitgekriegt, dass es möglich ist. Also es kann passieren, dass eure. Wir haben ja hier im Nachhinein nur Kohlekraftwerke, weil wir ja keine Stellen haben, wo wir vernünftig was aufbauen können. Diese Kohlekraftwerke kann passieren, dass ihr, wenn ihr zu viel Gewerbe habt, zu viel Industrie habt, dass die keine Waren mehr kriegen. Also dann kriegen die keine Kohle mehr. Und das ist schlecht, sage ich euch. Das ist echt schlecht. So, Budget für Strom. Ah, ein bisschen höher. Vielleicht reicht das schon. Wir haben immer noch Plus. Ja, das reicht. Also momentan reicht es. Weil, wenn ihr jetzt mal guckt, die einzige Stelle, die ich nehmen könnte, wäre hier für 7 Megawatt. Und sonst gibt es da eigentlich nichts. So. Wohngebiete sehen ganz gut aus. Oh, wir haben eine riesen Nachfrage nach Industrien. Da würde ich fast sagen, wir bauen hier mal unser Industriegebiet so ein bisschen aus. Ich muss sagen, ich wundere mich gerade, dass hier der Verkehr noch fließt. Also so immer Probleme eigentlich mit Verkehr. Ich kriege den Verkehr nämlich nie hin. So, das wird unser neues Industriegebiet. Das wird unser neues Industriegebiet. Das war dieser ganze Bereich, mein. Ach ja, da fällt mir was ein. Wir haben hier jetzt. Das ist gut. Zwei Stück direkt. Zack. Strom haben sie nicht. Zumindest für den Anfang können wir das dann so machen. Aber das mit Wasser haben sie auch nicht. Haben sie sowieso da nicht, weil ich werde jetzt auch die. Vielleicht mal, also ich hatte ja anfangs immer angefangen, die irgendwie unter die Straße zu verlegen. Ich hatte mal angefangen, ja, definitiv ganz viel unter die Straße verlegt. Ja, nicht wirklich. Kirschi, du bist so schlau. Ich werde die einfach verlegen. Wie ich denke, also. Die ist voll, ne? Dann können wir die nämlich jetzt auslagern. Da haben wir 48, 40, 71. Wie sieht das grundsätzlich aus? Mit Verbrennungsstatus kriegen wir sowieso nicht hin. Also wir sind so viel Zeug am. Dass wir am besten nochmal zwei Stück dabei sind. Müllverbrennungsstatus. Jetzt brauchen wir noch eine. Und dann sollte die Kapazität. Ja. Jetzt sieht es gut aus. Das Schöne ist bei diesen Müllverbrennungsanlagen, es gibt uns auch noch Strom. Das heißt auch, wir können mit dem Budget runtergehen für Strom wieder. So. Ja, heute ist es aber schlimm mit dem Spam. Also manchmal hat man Tage, da spammen die gar nicht. Und heute wieder extrem. Gut. Industrien haben wir soweit. Jetzt brauchen wir. Vielleicht hier mal noch. Also hier ist ja momentan so mein dünn besiedeltes Gebiet. Das ist ja so mehr Stadtrandgebiet. Ich glaube, ich werde jetzt auch gleich hier unter uns das nächste Stadtrandgebiet machen. Dass man hier so gesehen noch eine Hauptstraße unterhalb des Geschäftsviertels durchziehen. So, ich sehe gerade ganz große Fehler. Ich weiß, rechte Maustaste, aber ich will es gerade nicht, weil das so einfacher geht. So, das hier ist auch zu weit. Und das lassen wir aus. Vielleicht müssen wir uns auch beim nächsten Mal Gedanken machen über Verkehrsaufkommen. Ich muss den Timer sehen, sonst habe ich echt ein Problem. Ich habe keine Lust, zu lange ist, weil ich würde das ganz gerne rendern. Wir haben nämlich heute den 26.05.2015 um 20:56 Uhr gerade. Also gleich 9 Uhr.
Rendern dauert eine knappe Stunde. Und dann würde ich das ganz gerne auch schon hochladen, weil, wie gesagt, dauert nicht mehr lange mit dem Hochladen. Vielleicht während des Renderns werde ich direkt die nächste aufnehmen, wenn das spielbar klappt. Aber das muss ich gleich gucken, ob das auch funktioniert hat mit der ganzen Aufnahme hier. Und hoffentlich habe ich das Mikrofon eingesteckt. Sonst habe ich das alles umsonst gemacht, weil, wie gesagt, lange nicht aufgenommen. So, wie sieht es aus mit unserer Müllkapazität? Müll sieht ganz gut aus. Was haben wir hier? Betrag, wieso? Hä? Also, hier ist auf jeden Fall so gut wie nichts an Müll. Ja, ein, zwei Stellen, aber habe ich jetzt persönlich nicht so Probleme mit, wenn da ein, zwei Stellen sind. Und wir brauchen wieder Leute. Okay, unseren Stadtkern. Also hier werden wir definitiv mal gucken, ob wir da hinkriegen. Die weitere, so noch eine. Boah, das gibt eine Mega-Kreuzung hier. Es gibt so eine verdammte Mega-Kreuzung da. Ich glaube nicht, dass wir da noch lange so weitermachen können. Tack. Aber es ist cool. Dann können wir später umbauen. Ich hätte da Bock, noch einen Weg rauszuziehen. Nein. Ich weiß, ich reiß jetzt auch mal ein bisschen zwischendurch ab. Und das sieht auch ein bisschen kusemuckel aus. Ich glaube, dass dahinter eine Taktik steckt. Also ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ich bin mir jetzt aber echt, ehrlich gesagt, doch nicht sicher, ob ich da wirklich weiß, was ich tue. Dementsprechend. Ach, scheiße. Glaube ich, ziehe ich mir von da oben auf. So, und den Rest müssen wir mit unserem Pinseltool machen. Das ist immer noch das, ich würde sogar sagen, effektivste mit, dieses Pinseltool. Die werden jetzt gleich meckern, dass sie kein Wasser haben. So. Ja, 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 ist ja gut. Ich verlege ja direkt komplett alles. Ich glaube aber, am effektivsten mit ist es sogar, unter der Straße zu verlegen. Also dann kriegt man auf jeden Fall alles irgendwo hin. Also dieser Wasserturm übrigens, muss ich mir auch mal durchlesen. Durchflussrate. Ich weiß nicht, was der macht. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Aber hier sieht man, glaube ich, schon, dass der Fluss abfällt, oder? Meine ich das nur? Hier hat man die Mega-Verschmutzung hier hinten. Boah, ist das gerade bewölkt da, ey. Und das Vieh geht mir sowieso auf den Nerven, das Tweety-Ding. Ich glaube, da gibt es auch einen, um das auszuschalten. Wenn ich mich nicht irre. Was ist eigentlich mit den Friedhöfen? Sind die in Ordnung? Oh. Haben wir schon Krematorium? Jetzt mal nachgucken. Naja, haben wir nicht. Wie sieht's denn aus hier mit den Friedhöfen? Auslastung, Krematorium, Verfügbarkeit. Also Krematorium natürlich haben wir keine Verfügbarkeit. Aber da haben wir noch mehr als genug Platz scheinbar auf den ganzen Friedhöfen. So, was haben wir denn? Der hat auch Wasser. Bin ich mir ziemlich sicher. Wieso hast du solche Probleme? Ah, jetzt kommt er auch wieder. Hallo, ihr habt doch alle Wasser. Was willst du eigentlich von mir? Ich sag euch, ich mach die Aufnahme neu, wenn da die ganze Zeit dieses Brummen jetzt drin ist. Oder, naja, ich lasse. Dann habe ich das beim nächsten Mal, habe ich dann den Chat deaktiviert. So. Aha. Ich glaube, wir haben hier allerdings jetzt ein paar Verkehrs... Wir werden hier Verkehrsprobleme. Also das ist ja dicht besiedeltes Gebiet. Wir haben jetzt zwei Punkte, die rausgehen. Ich glaube, ich mache mir einen Spaß daraus. Kommen nicht aus der Kreuzung raus, oder was? Verdammt, dann muss ich eine neue machen. Das wollte ich nämlich tunlichst vermeiden, eine neue Kreuzung irgendwie machen zu müssen. Ja gut, dann mal Doppelkreuzung mit Ampel. Ja, geil. Das wird jetzt hier definitiv keinen Verkehrschaos geben.
Bin mir hundertprozentig sicher. Oh, das habt ihr allerdings gehört. Das war mein Timer. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.